Charlotte und Angelo noch kleine Kinder waren, da war sie nicht nur große Schwester und Mutterersatz, sondern auch Produzentin und neben ihrem Vater musikalischer Kopf der Kelly Family. Auch seit dem Comeback der Kellys hält sie den Laden weiter zusammen, aber sie geht auch ihre eigenen Wege. Kathy Kelly, willkommen. Es gibt ja 1, 2, 3, 4, 5 ganz, ganz viele Kellys. Aber von diesen Kellys hätten Sie möglicherweise noch nie was gehört, wenn es sie nicht gäbe. Sie ist nämlich sowas wie die Mutter der Kompanie, die alles zusammenhält. Kathy Kelly bei uns. Willkommen nochmal. Ich habe schon gemerkt, Kathy, du hast auch sehr, sehr interessiert zugehört. Ja. Kennst du eigentlich den Spruch, gab es den bei euch in der Kelly Family auch? An apple a day keeps the doctor away? Ja, wir haben sehr viel Früchte immer gehabt. Aber er erinnert mich sehr an meinen Bruder. Ich habe in Irland 6 Jahre gewohnt und mein Bruder ist Imker auch. Der redet die ganz gleiche Sprache wie er. Also wir haben immer versucht, natürlich zu leben. Und ich suche selber auch ein paar Hektar Land. Und vielleicht können Sie mich beraten, welche Sorte ich dann pflanzen kann. Ich habe meinen ganzen Garten hinten habe ich dieses Jahr gar nicht gemäht, weil mein Bruder mich beraten hat, dass die Insekten... Die Wildpflanzen blühen. Genau, ich habe viele Wildpflanzen, viele Blumen und Insekten, also nur hinten, ja. Da passiert jetzt auch was, habe ich so den Eindruck. Ja. Da sind immer mehr Leute sensibilisiert. Auf der anderen Seite wird eine gewisse Fraktion der Menschheit anscheinend immer blöder und dumpfer im Kopf und legt Schottergärten an. Was denn nun gar nicht schön ist. Konifern stehen, ne? Also ich merke schon, ihr beide solltet euch auf jeden Fall nachher noch mal austauschen darüber. Gerne. Wir blicken mal so ein bisschen zurück auf die Kelly-Family, die eigentlich auch Kathy-Family heißen könnte. Gereift und mit einem Lächeln blickt sie auf ein Leben voller Musik. Das ist meine Urkraft. Musik, ohne Musik könnte ich nicht leben. Musik spielt die Hauptrolle und sie die erste Geige, heute wie damals. Ihre Jugend, ein Reiseleben als Straßenmusikerin. Nach dem Tod ihrer Stiefmutter übernimmt sie Verantwortung für die 11 Geschwister. Parallel Ausbildung in Ballett, Gesang und Geige. Wir sind die Kelly Family. Die wohl berühmteste Familienband der Welt. In den 90ern der große Durchbruch. Die Kellys sind überall. Und vor allem in den Charts. Ob gemeinsam oder in ihrer Solokarriere. Nämlich, dass Lachen die beste Antwort aufs Leben ist. Kathy Kelly. Eigentlich ein sehr schönes Motto, der Titel deiner neuen CD, Wer lacht, überlebt. Das übrigens Annika mit Sicherheit auch unterstreichen kann. Ne? Angesprochen, dass Humor auch ganz, ganz wichtig ist. Denn du, wenn man sieht, was du so alles erlebt hast und durchlebt hast, es war nicht alles zum Lachen, ne? Vor allen Dingen in den Anfangszeiten. Ja, es gab sehr, sehr schwierige Zeiten. Und oft habe ich nachts auch geweint, wusste gar nicht, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Aber ich habe immer gemerkt oder mindestens jetzt realisiert, dass das Lachen oder Humor mich immer begleitet hat und mich nie verlassen hat. Ne? Es war manchmal mehr als anderes Mal, aber ja, ich finde das positiv, dass wenn man Humor hat, dass dir eine unglaubliche Kraft gibt. Ja? Sachen, die vielleicht ganz, ganz schwer wären, mit Humor 30% so schwer. Mhm. Aber das ist dann, ich glaube, schon ein Geschenk. Ja, denn wenn man sieht, du warst ja wirklich sehr jung, als die Mutter dann an Brustkrebs starb. 19 Jahre alt. Du hast den Angelo als Baby auf dem Arm gehabt. Vier Monate. Du musstest dich um alle kümmern. Ich meine, woher wusstest du überhaupt, was zu tun war? Also du warst ja nur auch nicht erfahren in dieser Hinsicht. Gut, ich hatte viele von denen schon großgezogen, seit ich 14 war. Hatte ich immer ein Baby im Bett. Ja, du warst kam die Große der Nächste, halt. Kam der Nächste. Ja. Also, ja, und ich bin groß geworden in einem Dorf, ja, wo jeder
so selbstversorger war. Also, in Spanien, ne? Ja, ja, ja. So, da konnte ich Haushalt schmeißen und ich konnte kochen, alles machen. Ich habe das alles gelernt in Spanien. Und von daher, also harte Arbeit war für mich nicht außergewöhnlich. Die Frage war in dem Moment, als die Mutter gestorben ist, mein Vater in der Zeit auch Alkoholiker war, ich hatte nur einen Ball. Ich bleibe jeden Tag oder gehe ich weg? Ja, also so, gehe ich weg, fällt das alles auseinander. Und ich habe die Kraft bekommen, Gott sei Dank. Ich habe viel gebetet in der Zeit. Mhm. Und ja, die Musik hat uns auch alle sehr viel Kraft gegeben. Ne? Mhm. Hast du das Gefühl, dass deine Geschwister, für die du viel getan hast, dein Vater sowieso auch, dass die dir bis heute dankbar dafür sind? Ja, mittlerweile sind die alle Erwachsene, haben Kinder. Ich glaube, die können mehr nachvollziehen, was ich da zusammengestellt habe, zusammengeschmissen habe. Aber die tragen auch jeder ihre Familie, ihre Kinder. Und ich glaube, die können besser sehen, was da passiert ist, ne? Mit mehr Distanz. Ne? Und du musstest ja auch zurückstecken. Du hast ja auf einiges verzichtet. Also du konntest sehr gut Geige spielen. Das ging einfach nicht mehr. Du hattest wahrscheinlich auch kaum Freizeit, weil du dich um deinen Vater gekümmert hast. Wie schwer ist dir das auch gefallen? So eine Leidenschaft zum Beispiel wie das Geige spielen, dann hinten anzustellen wegen all der anderen, um die du dich kümmern musstest. Gut, ich hatte einen Ausgleich teilweise. Gut, Geige war meine absolute Leidenschaft. Das wollte ich einfach bis zum Ende bringen. Ich hatte nur ein Jahr und halb. Und da bin ich fertig als Solistin gewesen. Aber ich konnte mich weiterentwickeln als Produzentin in der Zeit. Mit 16 Jahren habe ich dann angefangen zu produzieren. Aber du hast das alles schon mitproduziert, was ihr ja, ich war ein Workaholic. Aber ja. Ich habe irgendwie nicht unter 16 Stunden am Tag, war ich nicht im Bett. Also, aber Musik war meine Leidenschaft. Und dann habe ich andere Wege gefunden, produzieren. Ich habe den Kindern auch Musik beigebracht in der Zeit. Und ja. Also du warst trotzdem, du hattest ein erfülltes Leben, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass du zu kurz kommst. Nicht in dem Musikbereich, ja. Also, aber jetzt vor 20 Jahren wollte ich, als wir einfach so eine die Krise da war, wo ich dachte, boah, was haben wir alles erlebt? Ich hatte eine extreme Leere empfunden in die Musik. Und da habe ich gesagt, Moment mal, dann könnte ich zurückgehen zu meinen Wurzeln. Das für mich war Klassik, meine Leidenschaft war Klassik. Und dann habe ich angefangen, dann im Jahr 2000, wie eine kleine Schule, irgendwie angefangen, Opern, also Gesangsunterricht in der Hochschule in Köln. Und dann habe ich jetzt in den letzten 10 Jahren einen Gesangslehrer. Ich habe mich weitergebildet in meiner Leidenschaft. Also meine Musik hat mich immer begleitet und ich bin einfach zurückgegangen zu meiner Leidenschaft. Und dann habe ich irgendwie das riesen Comeback, erlebe ich dann die großen Massen. Aber diese Leitfaden, meine Liebe zur Musik, ist wieder da, wo es angefangen hat. Und damit da bin ich sehr zufrieden. Und ich finde, wir gucken mal rein in Wer lacht, überlebt von deiner Solo-CD. Man merkt es auch, dass du eine Opernstimme hast. Also das ist, finde ich, klingt ich habe schon versucht, das zu verstecken. Nee, das merkt man. Ich finde, das klingt schon war durch. War schwierig. Ja. Wir gucken mal. Wer lacht, überlebt. Schön gemacht, finde ich, weil man ja sieht, wie du selbst auf dein eigenes Leben zurückblickst. Ne? Das war Gänsehaut pur. Das hat der Drehbuch, die haben ein Drehbuch für mich geschrieben. Und als ich das gefilmt habe, ich habe irgendwie Gänsehaut pur bekommen. Aber es ist einfach, deine eigene Geschichte in ein Video zu drehen, das war schon sehr, sehr stark. Ja klar, das läuft ja wie ein Film dann noch. Dann wollten die auch jemanden haben wie mein Vater. Ich sage, ich habe meinen Bruder, er sieht genau wie mein Vater, bring ihn rein. Und das ist der Imker. Ach, das war der mit dem Bart, ja. Das war der Bruder. Guck mal. Ist nicht deine Frau auch Kelly Fan? Fan ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie war früher mal auf einem Konzert mit ihren Eltern. Ja. Aber das ist halt auch
Ich weiß gar nicht, wann das war. Da war nur ein Konzert. Eine. Aber das ist auch. Meine ist Kelly-Fan. Richtig Fan. Ja, ja, richtig Fan. Ja, wir waren, also sie war als Teenagerin, ne, bei euch auf den Konzerten immer wieder, ich glaube, 30, 40 Stück. Und bis heute die T-Shirts von damals, ach, tatsächlich? Ein paar Mal umgezogen, wollte ich eins der alten T-Shirts entsorgen. Ich habe noch nie so Stress gekriegt. Das war, wir waren... Weil ich war mit ihr vor 3 Jahren sogar beim Konzert von deinem Bruder, Paddy Kelly. Okay. Ich bin mitgegangen. Ich war definitiv in der Minderheit als Mann. Es waren 3000 begeisterte junge Frauen. Und es war wirklich gut. Also ich hatte kein, ich muss zugeben, ich war kein Fan. Ich hatte keine Erwartungshaltung. Aber es war ein richtig gutes Konzert und macht das super. Und am Ende ging er noch so Spalier. Also bildeten die Frauen Spalier. Oder die Gäste bildeten Spalier. Und er lief mit der Gitarre durch. Aber er ist recht klein. Das sah eigentlich ein bisschen aus wie ein Hobbit mit einem Kontrabass. Und dann kommt... So klein. Guck, und dann gucke ich meine Frau an und sie sagt, früher war der größer. Also ich finde, er war neulich so, er kam mir gar nicht so klein vor, muss ich sagen, der Paddy. Ja, wir haben jetzt gerade ein Foto mit euch zusammen, ich war die Kleinste, ja, habe ich auch gemerkt. Wie ist denn das jetzt bei dem Comeback? Ihr seid ja nun sehr gefeiert worden und werdet es immer noch. Habt ihr damit eigentlich gerechnet, dass das die Post so abgehen würde? Es sind ja nicht mal alle Kellys dabei, ist ja nur ein Teil der Kelly-Familie. Genau, ja, sind wir 6 dabei. Wir haben gerechnet, ja, wir füllen Hallen von 4.000, 5.000, dass es sofort auf die großen Arenen geht und es immer weitergeht. Das ist unglaublich. Und das ist irgendwie 2, 3 Jahre. Wir haben gedacht, wir schaffen ein Jahr und das war's dann. Aber wir haben auch riesen Arenas erfüllt, auch in Ausland, in Tschechien, Österreich, in Polen, Holland auch wieder großen Arenen. Also wir sind sehr, sehr dankbar. Weil irgendwie das Publikum trägt uns, ja, die singen alle mit. Es ist nicht mehr hysterisch und es ist eine Freude. Die bringen, meistens bringen die auch ihre Männern und Kindern. Also es ist ein bisschen familiäres Ambiente als in den 90er. Und ja, ich muss bei der Gruppe kommen, nicht nur bei Paddy. Werde kommen. Oh, da bist du dabei. Das war quasi die Eltern, die früher jünger waren, bringen jetzt ihre Kinder mit. Das heißt, es ist so Familien, ja. You win. Also, dass letztendlich alles zurückkommt und jetzt kommen die Kinder. Es sind Großmutter dabei. Ich meine, wir haben die großen Arenas, die sind bestuhlt jetzt. Ja, früher wusste keiner, wo er hingeht. Ja, immer aber häufiger ist bestuhlt, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, es also ist besser, weil die Leute, es gibt keine Drängerei jetzt mehr. Jeder weiß, wo er hingehört. Also kommen die Älteren, der Großvater, Großmutter, die Eltern, die Kinder. Weil ich habe euch noch auf der Fußgängerzone begegnet. Ja, wo? In München. Ja, super. Marienplatz. Das ist an die Anfänger. Das war 70er Jahre. Vor 40 Jahren. Ja, das Konzert hat nichts gekostet. Ja, genau. Aber das fand ich wirklich als junger Mensch total faszinierend. 77 da stand gewesen. Ja, das eine gesamte Familie und draußen in Fußgängerzone. Ich habe meine Mutter gesagt, was machen die denn? Also wenn die jetzt zu Ende gesungen haben, sagt er, die fahren da mit dem Bus weiter. Oder ja, das war ganz besonders. Also wie eine Zirkusfamilie eigentlich. Das war die erste, unser Anfänger in Deutschland. Ja, und da war ich dann total geflasht, als ihr dann plötzlich so abgeboomt seid. Das sind doch die von der Fußgängerzone. Ja, hat's doch geklappt. Ja, also. Wirklich. Aber ihr habt doch in Paris da auch so lange gelebt und da habt ihr doch in den Metrostationen auch gesungen. Ja, das war nach dem Tod des Mutters, wollten wir nicht zurück nach Deutschland, weil wir hatten Angst, jeder würde uns ansprechen. Wir wären einfach in Tränen ausgebrochen durch den Trauer da. Und dann haben wir entschieden, wir reisen ein bisschen in Italien und Frankreich. Und dann haben wir 2 Jahre in Paris gelebt und 1 Jahr in Britannien. Dann haben wir unsere eigenen Konzerte organisiert. Aber ja, das war der richtige tiefste Moment, sag mal, Paris. Aber auch der Moment, wo wir gelernt haben, für alle zu singen. Also, ich meine, Paris ist eine Cosmopolitan-Stadt. Leute von der ganzen Welt konnten wir überzeugen. Ja, also haben wir wirklich gelernt, für die ganze Welt zu singen. Und ich meine, man sagt entweder, du gewinnst auf die Straße und die Straße macht dich kaputt. Und das ist dann der Moment, wo wir wirklich das geschafft haben, so auch mental. Ja. Mhm. Und in der Zeit, ich meine, ich habe den Doku damals gemacht, jetzt vor 1 Jahr, und dann habe ich es Andrew gezeigt, wo wir gespielt haben. Da wurde ihm ja draußen, nee, du kommst hier unten, wo wir gespielt haben. Es war ein Platz in dem Metro, wo die Leute gingen durch 4 Ecken.
und die Leute so halten, da musst du richtig gut singen. Ansonsten gehen die Leute ganz, ganz schnell weg. Klar, die haben sie alle eilig. Ja, genau, ne? Also da musst du richtig gut singen, damit die Leute überhaupt halten. Das lernst du, ja, einfach so sagen, entweder singe gut oder du verdienst gar nichts. Ne? Mhm. Aber wir haben auch in der Zeit auch uns selber gesagt, wir schaffen Stadions. Ich glaube das selber nicht, aber in der Zeit haben wir visioniert, wir machen Stadions. Ne? Also das ist immer noch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ja. Aber was mich noch interessiert, Kathy, wenn du dann heute, wenn du jetzt nach diesem Comeback mit der Familie da auf der Bühne stehst oder auch hinter den Kulissen und was die Organisation angeht, schlüpfst du dann automatisch wieder in die Rolle der Kathy von damals, die irgendwie sagt, wo es längst geht? Bleibt sowas fürs ganze Leben? Sag mal, ich habe unglaublich viel dran gearbeitet, das nicht zu machen. Jahrelang, 20 Jahre lang, habe ich wirklich daran gearbeitet, aber irgendwie habe ich gemerkt, da passiert nichts. Dann habe ich gedacht, da kommt nicht Mr. Right und macht das alles für uns jetzt, wie Papa jetzt weg ist. Und dann habe ich gedacht, mal gucken, was vielleicht, wenn du ein paar Sachen machst wie Papa, was passiert. Also, da habe ich immer ein paar hier getestet, da getestet und ja, ich bin nicht abgeneigt, die Rolle zu machen, wenn es notwendig ist, aber meistens, die sind alle groß genug und es auch gut so. Ja, aber es läuft ja, es läuft. Also, Kathy, vielen Dank, Kathy, demnächst auf Solo-Tour und auf Tour mit der Kathy Family. Also, der hat genug zu tun. Danke. Toll.